Ein wunderbarer Morgen bricht an. Dort ist der Ort Meierhofen, aber nicht der in Österreich, sondern der im Allgäu. Hier frühstücken wir jetzt. Da steht es schon bereit. Cassie badet schon mal. Dafür ist jetzt mein Plan, auf den Berg Mittag zu laufen. Mal schauen, ob wir es noch schaffen. Aber wie immer wunderschön hier. So, mein Plan. Wir laufen hier den Berg hoch zur Mittagbergstation und dann zum Bärenkopf. Und dann schaue ich mal auf die Uhr, weil der Weg von hier hoch, das sind schon 1,5 Stunden. Vielleicht schaffen wir es ja noch zum Bärenkopf oder zum Steineberg und dann irgendwie hier so zurück. So, jetzt geht's los. Schaut euch doch mal die Gegend hier an. Schön, oder? Das Wetter spielt auch mit. Toll. Na dann. Ja, und Cassie ist auch wieder mit am Start. Erstmal mit Leine, falls es hier Kühe gibt. So schön die ganzen Krokusse hier auf der Wiese. Alles voll. Ich will auch mal einen Urlaub auf einer Alm verbringen. So schön. Das ist jetzt unsere naturbelassene Treppe nach oben. Der erste Schnee, den wir sehen. Die Bäume werden kleiner und der Schnee wird mehr. Jeden Tag schmilzt mehr und mehr Schnee und alles kommt im Tal an. So, die erste Hürde, die haben wir wohl geschafft. Eine Alm! Und hier kann man Schweinefleisch kaufen. Ein Paket. Ein Viertel Schwein kostet 17 Euro das Kilo. Das ist bestimmt richtig, richtig gesund und bio. Also ob Schweinefleisch nun gesund ist, ist die zweite Frage, aber frei von Schadstoffen, Antibiotik und so weiter. Ja. Hier kann man es aushalten und es ist richtig schön warm in der Sonne. Hier wird die Corona-Zeit ausgenutzt und mal alle Betten gelüftet und die Saison vorbereitet. So, da geht es jetzt weiter bis ganz nach oben. Hier ist nochmal der Ausblick nach Sonthofen und dahinter die Berge, ich weiß nicht, ob man die sieht in der Sonne, die sind schon Österreich. Und hier der Berg mit dem Turm, dort, da wollte ich eigentlich gestern hin, das ging nicht wegen Forstarbeiten. Cassie kennt nicht wirklich Schnee. Nach dem langen Winter bei uns, der einfach immer nur grau und trüb ist, ist es so wunderschön hell hier. Unglaublich schön. Der Weg hier ist wunderbar naturbelassen. Also nichts mit 2 Meter asphaltierte Fläche. Wenigstens nicht so langweilig. Also hier auch naturbelassen. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja, gleich habe ich es geschafft. Schaut mal, welche Aussicht ich habe. Oh, es ist echt windig hier. Und jetzt hinten. Das ist das Gipfelkreuz. Ich hoffe, man sieht es. Thank you.
geht's weiter zum Mittagsstein. Das war eben der Bernstein. Und zwar war der 1479 Meter hoch. Das ist da. Da war es jetzt nur so windig, dass mir die Finger eingefroren sind. Darum sind wir jetzt ein kleines Stück weitergegangen. Und hier ist so eine Tafel. Das ist toll, wenn man mit Kindern wandert. Welche Pflanzen wachsen hier? Durch starke Sonneneinstrahlung am Südhang wachsen besonders wärmeliebende Pflanzen wie schopfiger Hufeisenklee, Kugelblume, Zwergglockenblume und Alpenthymian. Das sieht man jetzt nicht richtig, aber ja. Dann kann man hier weiter drehen. Was ist denn das für ein toller weißer Schmetterling, war die Frage. Und das ist der Apollofalter. Also im Sommer fliegen hier viele Apollofalter durch die Gegend. Ja, und hier kann man alle seine Fragen beantworten. Ich finde es toll für Kinder. So, da hinten, da kann man das Gipfelkreuz vom Bernstein entdecken. Seht ihr es? Da kommen wir jetzt gerade her. Und jetzt geht's zum Mittagsstein, wo wir eigentlich hin wollten. Und schaut euch mal das Panorama an. Ist das nicht wundervoll? Hier unten ist Sonthofen. Und hier um die Ecke, da kommen wir her. Und unser Auto steht jetzt irgendwo da unten. Da ist die Alm, an der wir vorbeigekommen sind. Und morgen habe ich vor, dort durchs Tal zu fahren. Weiter nach rechts geht nicht, das ist schon Österreich. Und dann dort hinten diese Berge mal anzuschauen. Mal sehen, ob man da auch noch eine tolle Tour machen kann. Und da hinten um die Ecke ist Oberstdorf. Hier sind wieder die nächsten Frage. Was ist Nagelfluh? Was glaubt ihr, welche Gesteine haben die Landschaftsform hier geprägt? Und aus welchen Gesteinen bestehen die grauen Berge da hinten? Also damit sind die dort hinten gemeint. Ja, es gibt natürlich auch eine andere Seite hier. Und da sieht es so aus. War oben auf dem Mittagberg. Hier ist die Rodelbahn, leider nicht mehr benutzbar. So, jetzt mal der Blick noch um die Ecke. Hier ist eine Skipiste, aber jetzt außer Betrieb wegen Viren. Corona, falls es euch was sagt. So, jetzt mal die Tour von heute. Ich hoffe, das sieht man irgendwie. Also hier sind wir gestartet. Dann sind wir hier hochgegangen zum Bärenkopf. Dort haben wir Rast gemacht, Mittag gegessen. Dann sind wir hier wieder ein Stück runtergegangen zum Mittag. Und hier haben wir gerade die Bahn gesehen, die jetzt außer Betrieb ist. Und jetzt gehen wir zurück zum Bärenkopf. Und ich überlege, ob wir noch auf den Steinberg klettern und dann zurückgehen oder ob wir hier hinterm Bärenkopf einfach runtergehen. Lasst euch einfach überraschen. Also jetzt ist unser Plan. Wir sind diesen Weg hier hochgekommen bis zu diesem Bärenstein. Passt mal auf. Da hinterm Baum kann man das Gipfelkreuz sehen. Und dann sind wir hier entlang zum Mittagsstein. Aber jetzt wollen wir natürlich nicht denselben Weg zurückgehen. Also gehen wir nicht hier zurück ins Tal, sondern wir machen diese Überschreitung dort. Wir gehen über diesen Berg noch drüber und gehen da hinten weg ins Tal. Mal sehen, ob das klappt. So, jetzt sind wir wieder am Bärenkopf. Da ist das Gipfelkreuz.
Und jetzt geht's weiter. Dort hoch. Diese Überschreitung und mal sehen, wie es andere Seite aussieht. Schaut euch doch mal an, wie schön es hier aussieht. Genial, oder? Der blaue Himmel dazu, faszinierend. Jetzt geht's hier weiter. Ich hoffe, es geht hier weiter. Es ist kein Wegweiser hier. Wir probieren es einfach. So, von da oben kommen wir jetzt. Und jetzt müssen wir, schaut mal, hier hinter mir. Da seht ihr das Haus, da müssen wir hin und dann links rum. Leider hat ja alles zu, also können wir nicht einkehren, aber es ist halt so. Hauptsache wir finden unser Auto wieder. Weiter geht's. Cassie ist immer ganz brav und wartet auf mich. Wow, einfach immer nur wow. Vielleicht nervt es euch ja, aber ich mag das. Hammerausblick. So, jetzt haben wir es fast geschafft. Hier ist die Alm schon. Ah, schön. Die haben bestimmt viel Schnee gehabt diesen Winter. Ist noch gar nicht alles beräumt. Ah, 1322 Meter sind wir jetzt schon. Da sind wir ja schon ein paar Meter abgestiegen. Cassie nutzt es gleich immer zum Baden. Du solltest trinken. Schaut mal, das ist einer der ältesten Vieh- und Transportwege hier im Tal. Im Mai wird das Vieh hier hochgetrieben und im September wird es hier wieder heruntergetrieben. Und den Sommer über verbringen sie auf der Alm. Können dort auf den Bergkräuterwiesen fressen. Und dann kann man den leckeren Bergbauernkäse herstellen. Ach, Hammer, oder? Schaut doch mal, hier so in so einem kleinen Dorf zu leben, ist doch bestimmt schön. Kirche, Feuerwehr, alles da. Hier ist auch gleich noch eine Skipiste. Da, wo der Schnee noch liegt, sieht man ja. Ach doch, kann ich mir gut vorstellen. Hat euch das Video gefallen? Dann gebt mir doch einen Daumen hoch. Und wenn ihr weitere Videos sehen wollt, dann könnt ihr hier meinen Kanal abonnieren.